So, wie ihr in den letzten Folgen gesehen habt, waren es die finalen Spiele der Weekend League. Schaut unbedingt rein, vor allem das letzte entscheidende Game. Das war so ein Burner. Eventuell, ich weiß noch nicht ganz, wie ich es gemacht habe. Es kann sogar sein, dass ich dieses Game uncut drin gelassen habe, weil das war einfach insane crazy. Insane crazy. Deswegen schaut es euch unbedingt an. Und heute geht es dann aber in die Weekend League Rewards. Und natürlich, jetzt kommt der Spoiler Alert. Wir haben mal wieder im letzten Game es nicht geschafft, Rang 4 zu erreichen und somit 59 Punkte erreicht von 60 und somit mit einem Punkt wieder gescheitert. Aber das letzte Game war wirklich crazy. Doch bevor wir reingehen, schaut euch noch diesen angepinnten Kommentar in den Kommentaren an. Denn da erkläre ich nochmal, was ich eigentlich mit meinem Abonnenten-Special machen wollte. Deswegen lasst eure Meinung da, damit es stattfinden kann. Und bevor wir reingehen, noch dieser wichtige Hinweis. Falls ihr neu auf dem Kanal sein solltet, dann abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, erlaubt alle Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr von mir verpasst und klickt auf den Like-Button, wenn es euch gefällt. Außerdem rate ich euch, auf dem Community-Tab auf meinem Kanal vorbeizuschauen, denn dort kann ich viel besser mit euch interagieren und wir können uns sozusagen besser austauschen und näher kennenlernen. Auf diesem Kanal gibt es eine große Bandbreite an FIFA-Content. Es beginnt bei RTG Gameplay, Division Rivals, Weekend League, Squad Builder, aber natürlich auch Pack Openings mit den ganzen Rewards und natürlich FIFA 23 Tutorials, damit ihr besser werden könnt. Also, wenn euch dieser Content gefällt, dann bleibt unbedingt auf diesem Kanal. Und das Beste an dem Kanal ist noch die Intention. Denn meine Intention mit diesem Kanal ist es, eure Lebensträume wahr werden zu lassen. Deswegen schreibt diese unbedingt in die Kommentare, was eure Lebensträume sind, um die Chance zu haben, dass diese wahr werden können. Denn ich glaube, wenn ihr eure Lebensträume wahrhaftig erlebt, dass ihr dadurch zu einer glücklicheren, zufriedeneren und sich selbst mehr liebenden Person werdet, weil ihr eurem Herzen genau das gibt, was es ohnehin schon will und ihr deswegen auch eine andere Energie nach außen strahlt. Und deswegen von reinem Herzen anderen Menschen helfen, unterstützen und zum Erfolg führen können, weil ihr nichts mehr braucht, sondern nur noch geben könnt. Und dafür will ich nun ein kleiner Anfangspunkt sein, um diese Message nach außen zu tragen. Und ich freue mich, dass ihr hier seid und diese Reise mit mir gehen wollt. Und mit dieser Intention gehen wir jetzt in die Folge rein. So, wir sind jetzt zurück zu dem Pack-Opening und wie ihr hier an der Seite schon sehen könnt, und ich blende es jetzt hier natürlich auch nochmal ein, es gibt die World Cup Story-Spieler, sind jetzt neu drin und neue Icons sind jetzt auch released worden und natürlich World Cup Story Van Dijk, natürlich crazy, Bruno Fernandes sieht krass aus. Den meist unterschätzten finde ich bisher ist Rabiot. Junge, der ist ein Hullet mit Lengthy. Im Mittelfeld. Ich werde mir den vielleicht sogar holen. Ich habe gestern geschaut und war echt verwundert, dass er nur, weiß ich, um die 100k oder so bisher kostet. Deswegen crazy. Und ansonsten andere Spieler, natürlich von den Werten her sind die schon geil. Aber ist jetzt nicht so einer, dass zum Beispiel einer mit Lengthy oder so hervorstößt. Aber von den Werten her sind natürlich trotzdem richtig crazy Spieler am Start und natürlich hier auch. Die Icons, so mal vor allem Samuel Eto'o, Junge, die Karte, die sieht echt crazy aus. Und jetzt sagen wir, fuck ihn nicht lang, gehen in die Weekend League Rewards hinein. Und dann sehen wir nochmal mit einer 13-7-Bilanz am Ende Rang 5 in den Finals abgeschlossen. Wir kriegen wieder drei Spielerwahlobjekte mit 84 plus Goldspielern, da ja jetzt während der WM-Zeit keine TDWs rauskommen und dann noch ein seltenes Spielerpack, ein ultimatives Pack und 5 83 plus seltene Goldspielerpack und 30.000 Münzen. Und wir gehen direkt in diese
Player Picks rein und wir schauen, was da so drin ist in 3, 2, 1. Come on. Wir haben, ja, also in sich schon mal alles 84er, schon nicht verkehrt. Aber ich glaube, ich nehme Hazard mit. Den könnte ich nämlich auch mal eigentlich testen. Und der nächste Player Pick in 3, 2, 1. Let's go. Dann nehmen wir Schick mit, den High-Ratedsten, da wir die anderen schon haben. Und der letzte Player Pick, was bringt der uns? Puh! Den Immobile nehmen wir mit. Also die Player Picks, sage ich mal, 84, 85, 86, gehen vollkommen klar, um halt diese Packs zu öffnen. Und zwar werden wir mit dem Untrade Goldspieler Pack mit 80 plus anfangen. In 3, 2, 1. Puh, come on. Brasilien-Innenverteidiger Diego Carlos nehmen wir natürlich mit. Schauen wir nochmal, haben wir hiervon ein Doppelt. Schon mal gut. Und der Kollege nicht so. Das war das erste Pack. Und jetzt kommen wir natürlich zu den sehr interessanten Packs, den Tradable Packs. Und wir fangen mit den 583 plus seltenen Goldspielern an. In 3, 2, 1. Puh. Können wir sogar einen Walkout eventuell daraus ziehen? Es ist Ungarn. Ja, immerhin 85er Gulaschi. Ist durch Rating wenigstens was wert. Lucas Hernandez. Ich hätte natürlich gerne eher einen Theo Hernandez da gesehen. Aber. So, und jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab, Freunde. Seltene Spielerpack in 3, 2, 1. Come on, Junge, come on. Sieht nach einem Walkout aus. Argentinien, rechter Flügel. Messi. Messi. Wir ziehen Messi. Crazy shit. Messi, dann können wir unseren anderen Messi verkaufen. Wobei, Messi ist an sich auch nicht mehr viel wert, glaube ich. Aber Junge, wir ziehen Messi. Wir ziehen Messi. Und ein Jorginho noch. Aber Messi, 100k oder was ist der noch? Das ist ja echt crazy. Messi ist nur noch 50k. 50, 60k. Das ist ja echt böse, Junge. Das ist ja richtig böse. Na, dann verkaufen wir den. Das ist ja crazy. Ist ja crazy, kann Messi nur noch 60, 50, 60k sein. Aber ist ja genau bei Neymar und Co. auch. Ist ja richtig crazy, Markt ist schon wieder down. Aber wir haben natürlich noch unsere World Cup Playpacks, aber trotzdem, Junge, wir haben Messi gezogen. Ja? Hallo. Und der Playpack geht jetzt los. Ein Heumann-Son nehmen wir doch gerne mit. Der nächste. Ein Raheem Sterling, also von den Werten her, bisher zwei Walkouts, sag ich mal. Und der nächste, Serginho Dest, wird auch interessant, wie die heute zocken. Und Westergaard nehmen wir noch mit. So, rein in den Verein mit den World Cup Spielern und jetzt haben wir noch das ultimative Pack. Und wenn wir aus dem seltenen Spielerpack schon was Krasses ziehen, einen Messi ziehen, dann lass uns aus dem ultimativen Pack noch was Ultimatives ziehen. In 3, 2, 1. Puh. Come on, Junge. Let's go. Let's go. Niederlande, De Ligt. Bei Niederlande dachte ich kurz, da ist eigentlich nichts. Dann dachte ich, oh, Van Dijk wäre eine Möglichkeit. Aber da es nicht nach Walkout aussah, ist es dann De Ligt. Naja, immerhin was wert.
Also ein bisschen was wegen Rating. Und ansonsten ist halt nicht wirklich was dabei. Klini Handanovic noch 1284er. Aber ja. Aber Junge, wir haben Messi gezogen und jetzt kommen noch die 10 oder 8. 8 Player Picks der World Cup Spieler gehen jetzt weiter. Und dann nehmen wir João Mario mit. Der nächste. Lukic. Weiter. Elvedi haben wir noch nicht. Nehmen wir Elvedi mit. Der nächste. Nehmen wir Yusuf Paulsen mit. Der nächste. Fadjr nehmen wir mit. Ich gehe die jetzt hier alle schnell durch, weil ist jetzt nicht mehr so viel Spannung dabei und bringen uns ja letztlich nicht wirklich was. Dann nehmen wir hier Rui Silva noch mit. Den nächsten. Lucas Paqueta nehmen wir gerne mit. Den nächsten. Dragovic. Dragowski. Der vorletzte ist Ocampos. Und der letzte Player Pick für heute, der World Cup Player Pick, ist dieser hier. Ein Olivier Giroud nehmen wir mit. Und wir hauen die alle in den Verein. Und wenn wir zurückblicken, war es schon ein krasses Pack Opening. Wir haben aus einem seltenen Spielerset haben wir Messi gezogen. Messi, Lionel Messi. Ja? Wie gesagt, haben wir einen Verein. Das heißt, wir können einen auf jeden Fall verkaufen. Problem dabei war natürlich, der ist nur noch 50-60k wert. Also nicht mehr wirklich so krass wert. Aber trotzdem Messi gezogen. Deswegen war dieses Pack Opening, fand ich schon krass. Deswegen abonniert den Kanal, wenn ihr weitere Videos, weitere Pack Openings, weitere Weekend League Games sehen wollt. Lasst ein Like da und schreibt in die Kommentare, was ihr so gezogen habt. Hattet ihr auch so ein Pack-Luck? Und natürlich achtet noch auf den angepinnten Kommentar in den Kommentaren. Lasst dort eure Meinung zum Abonnenten-Special da. Und am Ende zeige ich euch noch dieses Pack-Opening. Kann ich euch auch empfehlen. Ging auch richtig gut ab. Und zum Ende sage ich wieder, welcome to the new age. Ciao.